Hallo Marco, das wird eine VA für dich und du wolltest ja von uns stark benutzte Ausrüstungsgegenstände sehen und da möchte ich dir zuerst mal dieses Messer hier zeigen. Das habe ich schon gut 30 Jahre. Das ist ein Helle. Man sieht es an der Klinge, es ist schon sehr abgearbeitet. Das hatte ich mir gekauft, als ich meinen ersten Schwedenurlaub gemacht habe. Und es ist immer noch ein treuer Begleiter. Rasiermesser scharf, Dreilagenstahl, Birkenholzgriff, Lederscheide, die war auch mal ganz hell nachgedunkelt. Ein klasse Messer, das ich immer noch gerne benutze, nur nicht mehr so häufig. Genauso meinen Trangia Wasserkessel, den habe ich auch schon 25 Jahre in Betrieb. Benutze das Teil sehr gerne, hat schon ein paar Macken, aber es ist einfach klasse und ich hänge auch dran, das muss ich sagen. Den hatte ich auch zum ersten Mal in Betrieb, als ich nach Schweden gefahren bin, zum Wasserkochen ideal. Kann man schön übers Feuer hängen. Man sieht auch, er ist total verbrannt, aber das macht gar nichts. Genauso wie der Wasserkessel, mein Kochtopf. Von Zig habe ich auch schon ewige Jahre. Edelstahl hat schon ein paar Flecken, aber das ist, stört mich nicht. Super für übers Feuer zu stellen. Einwandfrei. Jo, das wären mal drei Teile. Dann habe ich noch, was ich sowieso immer in meinem EDC-Täschchen gepackt habe, wenn ich mal so Hals über Kopf losgehe. Mein Becher. Den mag ich auch sehr gerne. Da kannst du eine Suppe, einen Kaffee, egal was du da drin machst. Ist einfach ein tolles Teil. Jo, das sind so die Teile, die ich dir vorstellen wollte, die ich schon ewige Zeiten im Betrieb habe und immer noch gerne benutze. Ja, Marco, jetzt noch ein paar Worte zu deinem Kanal. Du bist ja ein absoluter Spezialist, was Handdrill angeht, da gucke ich dir immer gerne zu. Ich bin immer noch am Üben und bei mir will das einfach nicht so funktionieren. Jo, was mir noch gut gefällt, das sind deine Schnitzarbeiten. Du hast ja Gabel und Löffel und viele Sachen, die du uns zeigst. Einfach ganz toll. Hab gerade diese Woche wieder dein Video über diese Buschkraftzange gesehen. Einfach tolle Ideen, die du umsetzt. Jo, mach weiter so und dann hast du bald die 200 und 300 Abonnentenzahlen geknackt. Ich hoffe, das genügt dir als VA. Mein Geschirr, das ich schon ewige Zeiten benutze, mein Messer, mein Becher. Jo, das wäre es eigentlich schon gewesen, Marco. Mach weiter so. Guck mal wieder gerne bei dir rein. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.